Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Die Post war gerade da und ich habe meine Glossy Box bekommen. Die Glossy Box für Juni. Juli. Nicht Juni, für Juli. Machen wir gleich mal auf und können wir dann zusammen schauen. Ah. Kommt diesmal in einem anderen Design. Hübsch aus, so sommerlich. Und ganz viel Werbung fällt da wieder raus. Unten immer ein bisschen Werbung mit dem Karton. So sieht die Glossy Box Juli aus. Gefällt mir richtig gut mit dem Seestern und Muscheln. Eine schöne Box. So, mal schauen, wie geht die jetzt auf? Ah, ach, jetzt weiß ich, die hatten wir schon mal. Die kommt mir jetzt ganz bekannt vor. Hier mit diesen. Und dann geht die diesmal so auf. Das ist dann der erste Blick in die Box. The Summer Escape, unser Magazin, jetzt digital. Und das könnt ihr scannen und dann könnt ihr mehr über die Produkte erfahren. Was war da auch noch drin? Wow, du Glückspilz. Glossys Favoritenbox gefüllt mit brandneuen Produkten. In diesem Monat haben wir uns ein ganz besonderes Geschenk für auserwählte Kunden überlegt. Statt unserer ikonischen Glossy Box bekommen einige unserer treuen Kundinnen und Kunden eines der beliebtesten All-Time-Favorit-Special-Designs mit unserem neuen Juli-Produkten. Und du gehörst dazu. Toll, deshalb dieses Design. Und ich finde das auch richtig hübsch. Da freue ich mich. Ich weiß gar nicht. Ich hatte die schon mal, aber wo ist die geblieben? Ich weiß das gar nicht. Ich gucke schon. Die habe ich nicht mehr. Dafür habe ich die weitergeschickt. Dann habe ich sie jetzt nochmal. So, was ist denn eingepackt in ein Papier mit einer Schleife? Machen wir mal auf und dann mal schauen. Und einmal der erste Blick in die Box. Die Glossy Box kommt ja, wer sie nicht kennt, einmal im Monat. Ich zahle 12,50 Euro und habe dann 5 Produkte drin. Es ist immer gemischt. Da ist Pflege drin, da sind aber auch dekorative Kosmetikartikel mit dabei. Finde ich immer richtig schön, wenn die so gemischt ist. Als erstes haben wir jetzt hier eine Scholl intensiv pflegende Fußmaske in Socken. Das finde ich richtig toll. Ich mag solche Sockenfußmasken total gerne. 20 Minuten einwirken lassen. Ich mache das immer gerne abends vor dem Fernseher und dann eine Fußmaske. Flüssigkeitsspendende Maske mit Macadamiaöl für seidig weiche und geschmeidige Füße. Sieht ja auch toll aus. Ein Bodywash ist noch richtig verschlossen. Das, ja, seht ihr, das ist hier so einmal richtig zu. Ich werde jetzt doch mal scannen. Geht man einfach auf Kamera und dann kann man den Code scannen, Link öffnen. Und dann habt ihr das Magazin auf eurem Handy und könnt da drin blättern. Zodiac Body Wash mit Neroli und Tangerine. Also es gibt zwei verschiedene. Ich habe ja jetzt hier die grüne. Schalte die Dusche ein, schließ die Augen und spüle den Stress weg. Während du deine Haut nährst und mit Feuchtigkeit versorgst, der besondere Duft nach Mandarine und Neroli für echte Genießer streichelt deine Sinne noch lange nach dem Abduschen. Das perfekt erfrischende und belebende Duschgel für deine Sommerroutine. Ja, 100 Milliliter sind das und das kostet 5,95 Euro. Kann man das vergrößern? Ja. Ja, es sind zwei verschiedene. Also, oder die Designs sind nur verschieden. Weil hier steht ja nicht jetzt irgendwas extra noch zu der anderen. Einmal ein Duschgel. Haben wir hier von Wild Science ein Juicy Boost. Einmal dieses Produkt. Das ist ein Brightening Serum. Auch gleich mal schauen. Hier sind 15 Milliliter drin. Das ist so, ja, ich denke mal zum Ausprobieren. Die Originalgröße wäre 50 Milliliter und die kostet 50 Euro. Die hier kostet 17,40 Euro, 15 Milliliter. Das Juicy Boost Brightening Serum von Wild Science Lab wurde speziell entwickelt, um deiner Haut einen gesunden, strahlenden Glanz zu verleihen
und dunkle Pigmentflecken zu reduzieren. Angereichert mit stabilisierendem Vitamin C, feuchtigkeitsspendender Hyaluronsäure, Betain, Mandelöl und beruhigendem Bio-Aloe Vera Duft optimiert die leichte vegane Formel das Hautbild, verfeinert die Poren und lindert optische Zeichen der Hautalterung. Es kombiniert fortschrittliche wissenschaftliche Technologien mit 91,4% natürlichen Inhaltsstoffen, um dir eine wirksame und schonende Hautpflege zu bieten. Täglich 2 bis 3 Tröpfchen auf die gereinigte Haut auftragen und sanft in die Haut einmassieren. Nach circa 1 Minute hat die Haut das Serum absorbiert, im Anschluss gewohnte Feuchtigkeitscreme mit Sonnenschutz auftragen. Dann haben wir hier was, das ist von Natural Skincare I Want You Naked High Protein Face Toner. Das ist einmal dieser hier. Originalgröße. Erfrischend wie ein Face Mist, hocheffektiv wie ein Serum. Dieser Face Toner kann mehr. Vitamin B3, Koffein und Allantoin beschleunigen die Regeneration deiner Haut und aktivieren die Zellerneuerung. So hilft der Toner, feine Linien und Fältchen zu glätten und dein Hautbild wirkt ausgeglichener und strahlender. Freu dich auf ein ultrafeines Spray für einen sanften Sprühnebel. Hochwertige Naturkosmetik aus München. Nach der Reinigung 3 bis 5 Sprühstöße ins Gesicht geben, kurz warten und dann deine Feuchtigkeitscreme auftragen. Ist perfekt für den Sommer. Wo halte ich das denn hin? Oh Gott. Ja, mal ausprobieren. Brille ab. Ja. Ja. Erfrischt. Sehr ja. Schön. Und dann kommen wir zum letzten Produkt. Das ist einmal dieses hier, das letzte in der Box, Nude Cosmetics, ein Mineral Lip Gloss. Korall Seaweed mit Vitamin E. Muss auch gleich mal gucken, ob ich den hier finde. Jo, jo, hier ist er. Der kostet 9,90 Euro. Mal raus. Ah, hier steht die Farbe Blondie Pink 02. Eine schöne Farbe. Die gefällt mir hier so noch dazu steht. Verleihe deinem Schmollmund küssbaren Glanz mit diesem Must-Have. Der leichte und geschmeidige Lipgloss hinterlässt keine schweren klebrigen Rückstände und bietet hochglänzende und gleichmäßige Farbe. Mit natürlichen Mineralien und Vitamin E angereichert schützt der Gloss deine Lippen und spendet zusätzlich Feuchtigkeit. Das hört sich sehr gut an. Den können wir ja gleich mal auftragen. Ne? Bin ich ja mal gespannt. Ne? Mit so einem Applikator. Oha, sehr, sehr deckend. Der riecht irgendwie gut. Tja, ist auch eine schöne Farbe. So eine habe ich noch gar nicht. Fühlt sich wirklich sehr leicht auf den Lippen an. Merkst du jetzt gar nicht, ne? Sonst ist ja mit Lipgloss immer, das merkst du so richtig. Kleben tut er ein bisschen vielleicht. Ja, ein Mineral Lipgloss von Nude Cosmetics. Schöne Farbe, finde ich. Finde ich toll. Manchmal hat man ja auch so Farben, wo man sagt, oh, die kann ich gar nicht tragen. Ich weiß noch, eine meiner ersten Glossy-Boxen und ich hatte da so ein dunkles Lila drin, genau. Oh, ich dachte, das und dann in matt. Und ich denke, oh nee, das geht gar nicht. Ich habe es ausprobiert, aber nee, das ging überhaupt nicht. Also Lippenstift, Face Toner und das Vitamin C Serum, das hat jeder in seiner Box. Zusätzlich könnte drin sein ein Wilkinson-Rasierer. Der könnte da drin sein. Dann könnten Invisible Bubble drin sein. Also wieder diese Haargummis. Aber da habe ich auch noch so viele von. Dann halt die Scholl-Fußmaske, die ich habe. 5,49 Euro kostet die übrigens. Es hätte auch drin sein können von Hawaiian Tropic ein
Protective Spray Öl Lichtschutzfaktor 20. Ja. Und dieses Öl. Lichtschutzfaktor 20 bei meiner hellen Haut, ist das schon zu wenig? Ich brauche da schon mindestens 30, am besten 50. Lichtschutzfaktor 30, das wäre jetzt auch nicht so ganz was für mich. Und ich glaube, das war es auch schon. Dann gibt es noch ein Glossy Gewinnspiel. Bis 31. Juli kannst du mitmachen. Ein Set bestehend aus allen drei Duftrichtungen. Schreib uns bis zum 31. Juli einfach eine E-Mail mit dem Betreff Sommerduft an Glossybox Magazin. Glossybox.de und freu dich auf den Sommer voller Duftzauber. Viel Glück. Ich glaube, das versuche ich doch gleich mal. Da mache ich mal mit. Sehen ja sehr schön aus, auch schon von den Verpackungen. Ich kenne die Düfte nicht, aber Coco Vanilla hört sich gut an. Moonflower hört sich gut an. Wild Viola. Mal schauen. Ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr schaut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.